It's Anya time. Hallihallo. Willkommen zur ersten Anya Time im Rahmen der China Infusion. Wir setzen unsere Reihe fort. Wir waren im Silicon Valley, haben darüber berichtet, Aussicht der Zivilgesellschaft, was passiert eigentlich dort, weil alle Unternehmen reisten damals dorthin. Erfuhr eigentlich relativ wenig hier so in der Öffentlichkeit. Es war so eine elitäre Geschichte, also haben wir uns ja gedacht, okay, reisen wir auch mal dahin und schauen mal, was da so abgeht, damit wir auch ein bisschen Verständnis bekommen. Das hat sich dann ganz günstig gefügt, weil da gerade diese Arbeit 4.0-Welle kam und wir haben unseren Arbeit 4.0-Buch gemacht. So, dann sind wir wieder nach Silicon Valley gereist und haben uns diese ganze Makerspaces aus Sicht dieser ganzen Zivilgesellschaft angeschaut, weil wir nicht mehr so sehr daran glauben, dass das Glück und die Seligkeit all dieser Entwicklungen unbedingt in großen Unternehmen oder in Unternehmen, die andere aufbauen, um uns dann dazu anzustellen, dass dort das Glück liegt, sondern dass wir dazu animieren wollen, dass alle Menschen sich vielleicht mal auf den Weg machen, selbst zu überlegen, wo sie hinwollen und sich dann das über diese ganzen Orte, die es in der Zwischenzeit gibt, Coworking, Makerspaces, Hackerspaces und so weiter und so fort, dass man sich dort vielleicht dazu animiert fühlt, selbst das aufzubauen. So, und dann dachten wir uns und merkten, okay, die fahren gar nicht mehr so sehr ins Silicon Valley, gibt's immer noch ein paar, sondern die pilgern natürlich seit alle nach China, die Unternehmen, und schauen dort, was geht da ab, was passiert da. Es wird auch ein ganz klein bisschen berichtet, aber ja, wir wollten uns ein eigenes Bild verschaffen und hatten die Möglichkeit, nach Shanghai und Hangzhou zu fahren. Darüber hatte ich ja hier schon mal kurz berichtet, warum und weshalb wir überhaupt das Ganze machen. So, und davon wollen wir ein bisschen berichten an diesen drei Tagen, heute, morgen und übermorgen. In live, danach steht das ja dann für alle Ewigkeiten im Netz. Wenn man über China spricht, und das merkt man auch diesen ganzen Berichten an, die wir so im Moment irgendwo im Spiegel, in der Zeit, überall auf YouTube finden, von allen möglichen Nachrichtensendern, auch den englischsprachigen im Westen, dann kommt man nicht umhin, über das Social Credit System zu sprechen. Das ist das Erste, was alle meinen, von China schon gelernt zu haben, nämlich, dass es dort ein Orwellsches Überwachungssystem gibt, beziehungsweise dass das Ziel sei, und darüber wird dann abgelästert, manchmal fundiert, manchmal weniger fundiert. Wir wollten das verstehen und wir haben uns viel damit beschäftigt in unserem Netzwerk, haben viel gelesen, uns angeschaut, und ich möchte hier jetzt nicht unbedingt meine Sicht darauf formulieren und euch davon überzeugen, dass ihr das so seht wie ich, sondern ich möchte es ein bisschen einordnen in das, was ich ansonsten hier bei den ganzen Recherchen so mir so zusammengedacht habe. Und da glaube ich, dass man grundsätzlich verstehen muss, wie China anders tickt als Deutschland. Und dazu habe ich zum Glück meine Dissertation wieder heranziehen können. Ich habe sogar in Print. Und zwar hatte ich ja die interkulturellen Indizes nach Hofstede dort auch mal aufgelistet. Und wenn man sich dann anschaut, die Indizes, den Vergleich von China zu Deutschland, dann ist der, wir sind zum Beispiel bei dem Maskulinitätsindex, also China ist eine sehr patriarchale Kultur und Deutschland auch, das sind dieselben Werte im Übrigen. Also man braucht sich da nicht umstellen, wenn man Deutschland kennt, weiß man, was da auf einen zukommt. Wo wir uns wesentlich unterscheiden, ist, dass die Chinesen wesentlich langfristiger denken, also in viel größeren Zügen. Das muss überhaupt gar nicht irgendwie sich in den nächsten Jahren rechnen, sondern die denken in ganz großen Entwicklungszyklen, während wir hier ja sehr kurzfristig auch getrieben sind und sich das dann auch in unserem politischen System widerspiegelt und dann entsprechend in dem politischen System der Kommunistischen Partei Chinas auch mit ihren 10-Jahres-Zyklen beziehungsweise 5-Jahres-Zyklen dann sich widerspiegelt. Das andere, wo wir uns unterscheiden, und das ist das Interessante, ist China quasi identisch von den Werten her wie die USA. Das ist der Unsicherheitsvermeidungsindex. Die Deutschen vermeiden gerne Unsicherheiten. Und insofern sind wir auch risikoscheuer. Wir können nicht gut mit Fehlern umgehen, mit Scheitern umgehen. Die Chinesen dagegen können das sehr wohl. Das ist auch ein bisschen historisch bedingt, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. So, das ist der eine Aspekt, den ich euch gerne so mit auf den Weg geben will. Der andere war ich auf einem Vortrag von Professor Eberhard Sandschneider von der FU Berlin. Er meinte, es gibt im Grunde 4 Säulen,
die man verstehen muss als Ziele der Staatsführung, auf denen alle Prinzipien beruhen. Und in dem Rahmen, da können die auch nicht hinter zurück, sondern wenn diese Prinzipien berührt sind, dann greift man politisch ein. Und das sind vier Punkte. Wie gesagt, es ist erstens Souveränität, zweitens Stabilität, drittens ökonomisches Wachstum und viertens globale Ambition. Das sind die vier zentralen Treiber, hinter denen man nicht zurückstehen will. Also wenn die Souveränität berührt ist, dann muss man Maßnahmen ergreifen, beziehungsweise versucht man sie auch vorab schon entsprechend abzusichern, die Stabilität, ökonomisches Wachstum und globale Ambition. So, das war das kleine sozialwissenschaftliche Proseminar zu Beginn des MOOCs. Muss auch mal sein, ganz kleine Einführung. Jetzt werden wir uns um das Social Credit System kümmern. Und ihr braucht keinen Test zu bestehen, sondern ja, lehnt euch zurück. Gegebenenfalls könnt ihr später hier auch auf Pause drücken und dann euch die Chips holen. Nee, so gemütlich wird's nicht, aber wir machen weiter. Kommen wir auf das Social Credit System zu sprechen. Ich werde das nicht im Detail erklären, das steht in allen möglichen Artikeln und Videos. Hier ist es gut erklärt, wir haben ja auch viele hier verlinkt. Nur ein paar Eckdaten, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt, ohne euch jetzt weiter damit zu beschäftigen. Also 2014 hat die chinesische Staatsführung deklariert, dass sie bis 2020 dieses Social Credit System gerne eingerichtet haben wollen. Und zwar, dass möglichst alle Bürger, chinesischen Bürger, identifiziert über ihre Sozialversicherungsnummer, bewertet werden über sämtliche Datenkanäle, die in der Zwischenzeit erfasst werden. Entweder indem man selber am Smartphone arbeitet oder über die Überwachungskameras und so weiter und so fort, über das Finanzverhalten und so weiter. Alle starten mit positiven Punkten, mit 1000 Punkten und verhält man sich konform entsprechend des Regelwerks, bekommt man Pluspunkte. Entspricht man den Regeln nicht, geht der Wert nach unten. Je nachdem, wie weit der Wert dann abgesenkt ist, darf man bestimmte Sachen dann nicht mehr machen, dann darf man keinen Hochgeschwindigkeitszug mehr fahren, darf nicht mehr reisen und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn man positiv abschneidet, bekommt man vergünstigte oder schnellere Kredite, schnellere Visa, hat Vertrauensvorschuss gegenüber dem Mensch, mit dem man Geschäfte abwickeln will und so weiter. Das Ganze einzuordnen aus westlicher Perspektive und chinesischer Perspektive stellt sich sehr unterschiedlich dar. Aus westlicher Sicht mit unseren Werten der individuellen Freiheitsrechte geht das ja überhaupt nicht konform. Wir wehren uns dagegen und sträuben uns und stellen sich Nackenhaare hoch. Und aus chinesischer Sicht, die eine ganz andere Tradition haben, die auch eine ganz andere Historie haben, wird das als Fortschritt empfunden, weil man halt dadurch Vergünstigungen bekommt. Also sie sehen eher die positiven Seiten, während wir eher die negativen Seiten sehen, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Warum und weshalb das so ist, liegt halt, wie gesagt, in der Tradition begründet, liegt auch in dem ökonomischen Aufstieg begründet. Mir hat einer gesagt, der die chinesische Kultur sehr gut kennt, dass es kein materialistischeres Volk kennt als die Chinesen. Also die freuen sich einfach, wenn sie damit einen Gewinn machen. So, wenn man dieses Social Credit System bewerten will, dann gibt es eigentlich verschiedene Bewertungsebenen. Und das eine ist, wie steht man überhaupt zu dem Scoring generell? Findet man das gut? Ist es sinnvoll, in bestimmten Rahmen solche Wertungen vorzunehmen? Also unser Schufa-System basiert ja auch auf einem ähnlichen Modell. Der zweite Punkt, der dazu kommt, ist die staatliche Kontrolle. Wie muss staatliche Kontrolle aussehen oder wer kontrolliert diese Datenströme? Wie kann das so gestaltet werden, dass das eventuell vorteilhaft ist, ohne die negative Seite mitzuführen? Und der dritte Aspekt, der also übrigens auch in China diskutiert wird und dem die Staatsführung gar nicht so kritisch gegenübersteht, ist, ob es nicht sowas wie ein Recht auf Vergessen auch geben muss und sollte, um eben bestimmte Altlasten dann auch irgendwann mal wieder ad acta legen zu können. Das sind die drei Ebenen, auf denen man das diskutieren kann. Wenn man die chinesische Seite sich mal so anschaut, und ich habe jetzt einige auch gefunden, zwar kritische chinesische Geister, die aber auch gar nicht so richtig verstehen, warum die Deutschen oder die Europäer so sehr auf diesem Aspekt rumhacken, auf diesem Social Credit System, weil die verstehen überhaupt nicht, wie wir das so irgendwie uns daran so aufhängen können. Und sagen auf der anderen Seite, die chinesische Kultur war schon immer so improvisierend, die werden auch damit einen Umgang finden. Und das berichten auch chinesische Studierende, dass sie Maßnahmen haben, um das zu hacken. Das geht so weit, dass es einen Schwarzmarkt gibt, um bestimmte Sachen dann doch zu kaufen.
So, das war der Teilabschnitt Recherchen zum Social Scoring System. Jetzt noch eine kurze Einschätzung meinerseits, wie ich das Ganze so stimmungsmäßig hier empfinde. Und ja, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Bis dahin, bye bye, ciao. Es ist schon auffallend, finde ich, wenn man sich mit China beschäftigt. Und ich habe jetzt jede Menge Anfragen auch rausgehauen, um die im Vorfeld zu interviewen. Ihr habt ja vielleicht ein paar Hangouts gesehen. Und ich habe noch nie so viele Absagen bekommen, prozentual, wie in diesem Themenfeld. Und ich kann mir das nur so erklären, dass bestimmte Menschen in der Öffentlichkeit lieber ein bisschen zurückhaltend sind. Und wer weiß, ob das nicht einem dann irgendwann schadet, obwohl wir ja eigentlich über sehr objektive oder nüchterne Sachen gesprochen haben. Aber man verhält sich bedeckt, würde ich mal sagen. Viele halten sich bedeckt. Und es ist merkwürdig. Es ist irgendwie ein merkwürdiges Gefühl. Ich wurde ja auch selber aus der Messe ausgeschlossen. Warum auch immer, ich habe keine Begründung dafür. Und es macht was mit einem. Und das ist das Autoritäre. Und das ist das, wo es ungewiss ist. Und das ist, glaube ich, dieser Aspekt der Transparenz, der fehlt. Wenn man ja wüsste, und dann ist sowas ja, dann kann man damit umgehen. In irgendeiner Art und Weise. Muss man es nicht gut finden, aber man kann damit umgehen. Und dieses Ungewisse, das ist das, womit ja gerne Staatsapparate, Machtapparate arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was es interessant, auf eine Art interessant, soziologisch interessant macht, ja doch. Persönlich braucht man das, glaube ich, nicht unbedingt. Aber wenn man diese Indizes, also dieses Social Credit System, das ist ja quasi ein Ranking, ist eine Rangliste, die am Schluss entsteht von Menschen, die entsprechend des Regelwerks arbeiten und oder leben sogar und lernen und sich verhalten. Also wenn man zu viel Videospiele spielt, ist es auch negativ. Wenn man zu viel Alkohol kauft, ist es negativ. Wenn man zu wenig lernt, ist das negativ. Genauso positiv. Auf der anderen Seite, wenn man bestimmte Sachen macht, ist das positiv. Und diese Daten, die werden dann auch wiederum aggregiert, um ein Ranking der Unternehmen. Also wo arbeiten die Leute? Wie ist die Mitarbeiterzahl? Wie ist das Ranking der Mitarbeiterzahlen? Wie ist das Ranking der Städte? Welche Stadt, in welcher Stadt leben die konformsten Menschen? Also das ist, und das gleichzeitig hacken die das, aber jetzt auch schon, wobei jetzt bislang ja nur freiwillige Systeme in den Städten vollzogen werden. Also es ist noch kein gesamtgesellschaftlicher Apparat möglich, dass man weiß auch gar nicht, ob sie das jemals schaffen, weil so durchdringend bis hin in die letzten Winkel des chinesischen Festlandes ist noch fraglich, ob das überhaupt funktionieren kann, ob das nicht auch sehr anfällig ist für Fehler. Zum Beispiel aber die Unternehmen, irgendwie, da sie ja da ihre das Ranking ihrer Mitarbeiter auch darüber bestimmt, wie gut sie im Vergleich zu anderen Unternehmen dastehen, vergeben dann auch Punkte auf einem sehr niedrigschwelligen Niveau, damit die Punkte der Mitarbeiter steigen. Also das ist, glaube ich, noch ein sehr komplexes Gebilde. Und man wird sehen, ob das wirklich so funktionieren kann, wie wir uns das dystopisch eigentlich vorstellen können vielleicht, weil wir alle Orwell gelesen haben. Aber ob das de facto mit realen Menschen, die subversiv arbeiten können, so funktionieren kann und ob das nicht dann, sollte es gelingen, dann genau zum Gegenteil führen kann, indem die Menschen dann irgendwann sagen, nee, also so war es ja nicht gemeint, also so weit wollen wir jetzt da auch nicht gehen und sich dann auf die andere dann Freiheiten anderweitig verschaffen. Also das wird interessant sein. Es ist soziologisch sicherlich interessant, das zu beobachten. Wir sollten das beobachten, wir sollten darüber diskutieren, wir sollten darauf achten, wie das hier dann umgesetzt wird und in welcher Art und Weise und ob überhaupt oder ja,
und so weiter und so fort. Also ihr seht, ich habe keine Antworten, ganz viele Fragen. Genau, ich hoffe, ihr diskutiert mit mir das alles und mit den anderen. Und wir sind ja hier jetzt den heutigen Tag, den 22. Februar 2019, sind wir alle da und möchten dieses Thema diskutieren. Und danach ist es im Netz und verfügbar und dann kann man es immer noch asynchron diskutieren und wir werden sicherlich auch das ein oder andere Mal da reinschauen und dann wieder uns mit einschalten. In diesem Sinne, macht's gut, bye bye, ciao.